Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal. Dyson Sphere Program. Ja, ein etwas anderes Spiel mal. Aber ich denke, das wird auch ganz gut in den Kanal passen. Muss ja gerade Einstellungen vornehmen. Was nehmen wir denn? Number of Stars. Ja, hier, möglichst viel. Resource Multiplier. Nehmen wir mal. Weiß ich nicht, was nimmt man da? Mal 1, komm. Wir sollen auch mal ausgehen irgendwann. Vielleicht starten wir dann irgendwann mal neu. Ja, ich habe das Spiel schon ein bisschen angespielt und es hat mir richtig gut gefallen. Und da es ja gerade neu ist, habe ich mir gedacht, komm, das zeigst du jetzt auf deinem Kanal. Du spielst ja sowieso. Und ich werde das so etappenmäßig spielen. Also ich werde jetzt ein bisschen den Start aufnehmen, dann werde ich offscreen ein bisschen was bauen und dann werde ich euch immer wieder zeigen, was sich so verändert hat. Damit ich nebenbei noch das normale Programm fahren kann mit zurzeit Styx. Und ja, ich würde sagen, wir starten einfach in das Spiel. Welcome to the actual universe. You may find it's different from our homeland. Should you be able to adapt to the laws of physics in a short time, I am your advisor and will help you through this mission. Everything here is yours. As one of Cosmo, and the pioneer of the Dyson Sphere program, you will explore this cluster step by step. By using the resources here to construct the Dyson Sphere to provide energy for the center brain to maintain homeland, starting from scratch. I have chosen a designated planet for you to start the mission, which has necessary resources for initial development. Now please drive the space capsule to the planet. So, ja, jetzt dürfen wir das erste Mal schon die Steuerung übernehmen, hier. Könnt ihr auf und ab? Ah ne, wie ist auf und ab? So, alt und leer. Okay, ja, also. Girtap 3 wird unser Planet anscheinend. Ist witzig, weil er beim letzten Mal, als ich gespielt habe, ist er an der Sonne vorbeigeflogen. Diesmal ist er direkt zum Planeten. Aber ist okay. Now you are about to reach the designated planet. Anscheinend ist es immer total random, wo man im All startet. This is Icarus, a lightweight industrial mecha with powerful functionality. You can use the arrow keys or right-click on the destination to control its movement. In this mission, you will manipulate Icarus to travel beyond the stars and create miracles. You can use the same operation to collect resources, such as trees, gravel, etc. In the meantime, hold down Shift and right-click to give a series of commands. You receive several items after recycling the space capsule. Click the inventory button in the lower right corner of the screen to open the cabin to view them. Ja, wir machen jetzt einfach immer das, was sagt, damit aufhört, solche Sachen zu sagen, weil you can hold down mouse middle button drag to rotate the angle of view or slide the mouse wheel to zoom in and out. Man kann halt das Tutorial leider noch nicht skippen. Darum muss ich jetzt gerade alles machen, was sagt. Auch wenn es nervig ist. So. Wir sammeln jetzt mal die Basisressourcen ein bisschen. Eisenerz, Kohle, Steine. Solange bis das Tutorial mehr oder weniger vorbei ist.
Und dann wird mein ultimativer Plan sein. Da man der Himmelskörper, man sieht es ja, ist ja relativ überschaubar. Ich würde gern ein Band rund, also ein Förderband rund um den ganzen Planeten ziehen. Yet you have not unlocked the construction menu, which will be done automatically when complete any technology research. Click the technology tree button at the bottom right of the screen to open the technology tree and activate a research. Ja, ich würde gern ein Band rund um den Planeten ziehen, auf dem ich wirklich alle Ressourcen und alles, was produziert wird, quasi einmal um den Planeten rumlaufen lasse. Das nennt man ein Mainbus. Wer schon mal Satisfactory gespielt hat oder Factorio kennt das. Es ist halt für die Organisation sehr, sehr wichtig. Vor allem in diesem Spiel ist man ja nicht nur auf diesem Planeten, sondern... Warte, wenn ich mal zeigen darf. Da hinten, seht ihr das Blaue? Wir sind nur der Mond dieses Planeten. Und dieser Planet dreht sich um... Warte, man sieht die Sonne gerade nicht, aber er dreht sich auf jeden Fall um meine Sonne. Das heißt, es gibt ein Sternsystem. Ein Sonnensystem, so. Und dieses Sonnensystem befindet sich in einer Galaxie. Also, man kann da richtig viel rumreisen. Und es gibt wahrscheinlich... Also, das hier ist jetzt eher so ein Klasse-M-Planet. Es gibt aber wahrscheinlich auch Lava-Planeten und... alles mögliche andere Gasriesen, die man bereisen kann, also richtig viel Potenzial. So, energy is required in all mecha activities. If it is depleted, the activities will be restricted. You can click the mecha panel button at the bottom right of the screen to open the mecha panel and resupply fuel into the fuel chamber. Ja, jetzt wird mir gerade angezeigt, dass er halt nicht mehr viel Tank hat. Hier unten sieht man das. Da muss ich halt jetzt hier Kohle und Blätter und Holz einfüllen. Damit der Mecha weiterlaufen kann. Jetzt müssen wir unbedingt das machen, was er vorhin gesagt hat. Und zwar das Baumenü aufrufen. Baumenü, Baumenü, Baumenü. Nein, das. Hier, Forschung. Wir aktivieren die Forschung jetzt gleich. Jetzt müsste der wieder labern, dass wir das Zeug erst bauen müssen, um das zu erforschen. Macht er aber nicht. Gut, dann baue ich es so. Man kann hier im Baumenü kann man quasi das craften, was hier, man sieht es gerade nicht, was hier gefordert ist, nämlich die 10 Elektromagneten. Das kann man so machen, indem man draufklickt. Und hier kann man gleich schon mal die Menge einstellen. Machen wir 10. Und dann, ich könnte maximal 12 herstellen, aber macht jetzt mal 10. Dann werden die jetzt hier oben hergestellt. Zuerst werden hier quasi aus dem Eisenerz, das ich geerntet habe, solche Ringe gemacht. Und aus den Ringen zusammen mit Kupfer wird dann ein Elektromagnet. Oder halt 10. Hier, sieht man schön. Wird schon abgebucht. Mit der Energie sieht es nicht so gut aus. Obwohl wir Kohle gesammelt haben. Gehen wir trotzdem ins Minus, wenn wir abbauen. Jetzt geht es wieder ins Plus. Seltsam. Vielleicht hat er auch Solarzellen oder so. Jetzt war doch gerade Nacht. You have created a mining machine to achieve ore collecting automation. Pick it up from the inventory or select it on gathering of construction menu to build it. So, das ist jetzt der erste wichtige Schritt. Wir haben jetzt die Möglichkeit, aber da würde ich gern irgendwie gucken, dass mal in der Nähe von Kupfer ist auch. Wir haben jetzt die Möglichkeit, eine Erntemaschine zu bauen, die die Ressourcen automatisch erntet für uns. Jetzt hier ist Eisen. Da drüben war Kupfer. Da. Ich würde gern irgendwo, wo ich Kupfer und Eisen in der Nähe habe. Hier, das ist eh der Startpunkt. Da würde ich gerne anfangen, Eisen abzubauen. Tatsächlich. Und jetzt sieht man auch schon den Grid. You can use the R key to rotate the mining machine for covering more veins. The more veins covered, the faster the ores will be gathered. If you want to ignore grid snapping, try holding down the Shift key.
Ja, hat er gerade erklärt, indem man Shift gedrückt hält, kann man durch die Rotation quasi frei rotieren. Das Ding hat jetzt noch keinen Strom, das wird er auch gleich sagen. Dann bauen wir gleich hier ein Windkraftwerk. One of your production facilities is not powered. You need to keep it within the power coverage area and supply it with power facilities in order to maintain its normal works. Wind turbine. You have established your first power grid. Not all power facilities has its power supply area. Use the Tesla Tower to extend the area of the power grid. Was der labert jetzt am Anfang ziemlich viel. Das ist ziemlich schwer einzuhaken. Ja, er meinte halt, wir sollen den Tesla Tower bauen. Das Ding hier, das Gute, um halt die Reichweite von dem stromversorgten Gebiet zu erhöhen. Das können wir machen, indem wir es hierhin bauen. Können wir dann beide Gebäude versorgen. Das zeige ich euch gleich. Denn hier an der building the first power transmission facility, Tesla Tower. It can carry out short distance wireless power transmission and expand the power supply area of the power grid. Click on it to view the current power grid information. So, jetzt hat er auch Saft. Jetzt wird schon Kupfer und Eisen. Sorry, muss ich kurz räupern. Wird schon Kupfer und Eisenerz automatisch abgebaut. Jetzt bräuchten wir noch Treibstoff für den Mech. Da gibt es hier an der Kohleader. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Hier, so. Ja. Perfekte Abdeckung. Ich dachte gerade, ich habe mich eingesperrt. Das wäre es jetzt, ne? Dazu brauchen wir jetzt aber noch so eine Windturbine. Machen wir mal zwei. Und ein Tesla-Türmchen. Nebenbei brauchen wir selbst ein bisschen Kohle ab, damit wir mal ein bisschen tanken können. Jetzt sieht gerade wieder ein bisschen mau aus. Hier. Blätter. Und warum geht das Menü immer wieder zu? Das nervt schon, ne? Wahrscheinlich wird es anders leichter gehen. Aber egal. So. Jetzt ein Windrad. Alles grüner Strom hier. Die Sonne ist auch gerade abgegangen, ja. Untergegangen. Man sieht sie da hinten am Horizont. Und da hinten ist auch ein Planet. Gritap 1. Ein AU. Was auch eine AU sein soll. Und da ist ein noch eine AU. Gritap 2. Ein Riesending, hä? So. Jetzt ist der Tesla Tower fertig. Dem schaffen wir jetzt eine Verbindung zwischen dem. Damit hat, ich mag das gern, wenn das Stromnetz verbunden ist. So, jetzt kann der schon mal Kohle für uns machen. Jetzt bräuchten wir noch einen, der die vierte Ressource, nämlich Stein, für uns abbaut. Da haben wir hier, Gott sei Dank, ein Vorkommen. Man sieht es wunderschön, man muss nicht ganz rangehen zum Bauen, denn die kleinen Fliegedinger da, die Drohnen, die fliegen ja aus dem Mech raus und erledigen das quasi. Wir nehmen hier mit dem Grid schön mit, damit das auch dann was aussieht. Natürlich, umso weiter der Mech wegsteht von der Baustelle, umso länger dauert es. So, noch ein bisschen was von dem Zeug. Ich weiß, es ist jetzt alles ganz easy und ruhig am Anfang. Ich will wirklich nur die Grundversorgung aufbauen und mit dem Rest belästige ich euch gar nicht. Außer ihr wollt es unbedingt sehen, dann müsst ihr es in den Kommentare schreiben. Ja. Dann zeige ich es euch natürlich. Aber den Rest würde ich gerne offscreen machen, weil halt, ja. Wie gesagt,
Ich wüsste nicht, was ich da noch großartig viel sagen soll. Wenn ihr es sehen wollt, müsst ihr es sagen, dann zeige ich es euch. Ansonsten zeige ich euch nur die Fortschritte. So, Core Energy. Wir werden gleich keinen Saft mehr haben, darum neu tanken. Aber ich finde, der Anfang ist halt ziemlich lahm. Der Aufbau der grundlegenden Sachen. Und ja, gut, dann können wir jetzt weiter forschen. Und zwar gibt es hier Upgrades. Gucken wir uns auch an. Sagt da gar nichts zu, oder? Nee. Also Technologien und Upgrades. Ja, Technologie Nummer 1 natürlich, das Förderband ist wichtig. Brauchen wir, um alles zu automatisieren. Jetzt brauchen wir 10 Gears, also Zahnräder und 10 Chips. Die stellen wir jetzt gleich in unserem Mech her. Hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zack. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zack. Dann. Achso, nee. Das werden 20 anscheinend. Weil da zweimal so viel rauskommt. Ist egal. Dann als nächstes danach würde ich gerne die Schmelze haben. Die braucht 10 Elektromagneten. Und nach der Schmelze, denn man kann das nämlich einreihen schön, hätte ich gerne den Konstruktor, den Hersteller. So, was baue ich jetzt? Man braucht nochmal 10 von denen, glaube ich. 10 von denen und da habe ich jetzt keine Eisplattenhöhe. Aber das ist kein Problem, denn wir haben ja alle Grundstoffe jetzt schon. Vorrätig. Wir nehmen es einfach aus der Maschine raus. Ich muss auch sagen, auch eine mega Reichweite, um so Sachen rauszunehmen. Muss nicht ganz rangehen. Ich finde es auch cool, dass er fliegt da, wenn das Wasser zu tief wird. Aber verbraucht halt viel mehr Energie. Basislogistik, ja. Also, Förderbänder. You have received the sorter and the conveyor belt, which can achieve full automation now. Use the conveyor belt to transport the piled up ores from the mining machine, and the sorter can deliver the ores from the conveyor belt to the smelter for automatic smelting. Ja. But first machen wir noch die Forschung fertig. Die läuft parallel oder was? Nee. Hier. Und was braucht man für das hier? Wird nicht angezeigt. Chips und Zahnräder. Chips und Zahnräder. Machen wir, machen wir. Chips. Zahnräder. So, jetzt erklärt er das gleich nochmal. Nicht? Wow, er erklärt's nicht. Erfolg, Erfolg. Tja, aber wird's gleich wieder erklären, wenn ich das setzen will. Denke ich mal. Jetzt sollten wir schon mal rausfinden, wo wir den Grid starten. Und zwar gibt es da so eine tolle, eine etwas dickere Linie, die quasi den Äquator darstellt. Wir müssen sie nur finden. Ja, sag mal. Letztes Mal habe ich die sofort gefunden. Ich möchte nämlich unbedingt auf dem Äquator bauen. Weil das halt der längste Umfang ist um den ganzen Planeten. Sorry, muss mich noch mal räuspern. Ja, Basic Assembling. Da, da ist er. Das ist der Äquator. Da möchte ich rumbauen. Den markieren wir uns jetzt gleich mit so Tesla Towers. Tesla Tauren, ich weiß nicht, wie sagt man da?